Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur dritten Ausgabe vom MTA Quiz. Heute zu Gast erneut vier Atfal-Brüder aus der Lokalamadet Dietzenbach. Zunächst einmal würde ich Mannschaft A bitten, sich kurz einmal vorzustellen. Assalamu alaikum, ich bin der Dabir Kadir, komme aus Dietzenbach-Steinberg und bin 13 Jahre alt. Jazakallah. Der nächste. Assalamu alaikum, mein Name ist Labib Ahmed. Ich komme aus der Saison Dietzenbach, bin 15 Jahre alt. Vielen Dank, Mannschaft A. Jetzt ist Mannschaft B dran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ich komme aus Dietzenbach, bin 12 Jahre alt und meine Hobbys sind Fußball. Na klar, Fußball. Jazakallah, der nächste. Assalamu alaikum. Mein Name ist Umar Elias. Ich bin 15 Jahre alt und komme auch aus der Saison Dietzenbach. Jazakallah. Bevor wir jetzt nun mit unserem Quiz beginnen, würde ich zunächst einmal die Regeln kurz erläutern. Wir haben fünf Kategorien, diesmal eine neue Kategorie. Zunächst einmal Politik, wie gehabt, Erdkunde, Geschichte, Religion. Die neue fünfte Kategorie lautet Natur. Wieder haben wir fünf Schwierigkeitsgrade, das heißt, die Mannschaft kann demnach 10, 20, 30, 40 oder 50 Punkte erzielen. Wir beginnen jetzt mit dem Quiz und Mannschaft A ist am Zug und darf sich für eine Kategorie entscheiden. Überlegen sich gerade. Ist noch alles offen? Bin ich mal gespannt, ob. Ja, okay, Politik. Wir entscheiden uns für Politik 10. Mannschaft A entscheidet sich für Politik 10. Die Frage lautet folgendermaßen: Wie heißt der amtierende Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland? Ist es A. Joachim Gauck? B. Frank-Walter Steinmeier? C. Christian Wulff oder D. Wolfgang Schäuble. Mannschaft A berät sich. Wir denken mal, es ist A. Joachim Gauck. A. Joachim Gauck. Wir verlinken mal und schauen uns die Lösung an. A ist richtig. Eine Zusatzinformation für die Zuschauer. Seit dem März 2012 ist Joachim Gauck der 11. Bundespräsident Deutschlands. Demnach 10 Punkte für Mannschaft A. Jetzt ist Mannschaft B am Zug. Mannschaft B überlegt sich auch. Politik 10 ist schon mal weg. Die sind am Überlegen. Auf geht's, Mannschaft B. Politik 30. Politik 30. Wir haben heute viele Politiker. So, Politik 30. Die Frage lautet folgendermaßen: Wie viele Sterne sind auf der Europaflagge abgebildet? Sind es A 12, B 21? C 27 oder D 20? A, B, C oder D? Es ist A 12. A 12 ist die Antwort und die ist richtig. Für die Zuschauer als Zusatzinformation: 12 ist die konstante Zahl der Sterne auf der Europaflagge. Die Anzahl der Sterne hängt nicht von der Anzahl der Mitgliedstaaten ab. Das wird oft auch falsch gesagt, ne? Es steht 10 zu 10, Gleichstand und Mannschaft A ist wieder am Zug. Muss sich jetzt nun für eine Kategorie entscheiden, sind wieder am Überlegen. Politik 10 und 30 gibt es jetzt nicht mehr. Also sonstiges 30. Sonstiges 30, also Natur 30. Wird genommen, wird verlinkt und die Frage lautet folgendermaßen: Wo wird das Kohlenstoffdioxid, was wir ausatmen, wieder zu Sauerstoff umgewandelt, den wir zum Überleben benötigen? A. In grünen Pflanzen, B. Im Ozean oder C. Im Weltall? Eine chemische Frage. Wir nehmen A. Aber Mannschaft A ist sich relativ sicher und nimmt die Antwort A. Antwort A ist richtig. Um demnach gehen 30 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Mannschaft A ist aktuell in Führung, 40 zu 10 für Mannschaft A. Es geht mit Mannschaft B weiter. Nehmen Religion 40. Als nächstes Religion 40. Religion 40, die Frage lautet folgendermaßen: In nur welcher Situation hat Allah durch den heiligen Koran den frühen Muslimen Kriegsführung geboten?
Antwort A, wenn der Islam beleidigt wird. Antwort B, ausschließlich als Verteidigung, wenn trotz Auswanderung eine Unterdrückung und Verfolgung herrscht und keine Religionsfreiheit besteht. Oder Antwort C, um Andersgläubige mit Gewalt zu bekehren. Antwort B. Mannschaft B ist sich sicher, nimmt Antwort B. Schauen wir uns die Lösung an. Und Antwort B ist richtig. Als Information für die Zuschauer, ausschließlich als Verteidigung, wenn trotz Auswanderung eine Unterdrückung, Verfolgung herrscht und keine Religionsfreiheit besteht. Vielen Dank. Nun ist wieder Mannschaft A am Zug. Der aktuelle Stand lautet 40-70 für Mannschaft B. Mannschaft A überlegt sich. Immer noch viele Fragen offen. Politik, Religion und Natur wurde schon einmal ausgewählt. Politik sogar schon zweimal. Geschichte, ja, okay. Wir nehmen Geschichte 30. Mannschaft A entscheidet sich für Geschichte 10? 30. Geschichte 30. Die Frage lautet folgendermaßen: Wann erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck? War das A im Jahr 1812, B im Jahr 1450, C im Jahr 1715 oder D im Jahr 1904? Wann erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck? Können Sie es nochmal wiederholen? Ich kann es natürlich wiederholen. Die Frage lautet folgendermaßen: Wann erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck? War das A im Jahr 1812, B 1450, C 1715 oder D 1904? A, B, C oder D? A oder B, glaube ich. Mannschaft B, A ist sich unsicher. Kennen nicht die Antwort. A oder B, ich weiß nicht. Wir entscheiden für A. A wird eingeloggt. A ist leider falsch. Demnach keine 30 Punkte für Mannschaft A. Antwort B war richtig. Ja, im Jahr 1450 erfand Gutenberg die Druckpresse, mit der die ganzen Seiten schneller gedruckt werden konnten. Als Zusatzinformation auch für unsere Zuschauer. Leider keine Punkte für Mannschaft A. Mal gucken, ob jetzt Mannschaft B ihre Möglichkeit ergreift. Geschichte 40. Wir nehmen Geschichte 40. Geschichte 40 wird genommen. Die Frage lautet folgendermaßen: Welches Gebäude wurde am 14. Juli 1789 von der Französischen Revolution gestürmt? War es A, das Élysée-Palais, B, der Versailler Schloss, C, das Louvre oder D, Bastille? D. Antwort D wird ausgewählt. D ist auch richtig. Und demnach 40 Punkte für Mannschaft B. Kommen wir jetzt nun wieder zur Mannschaft A. Wir nehmen Erdkunde 30. Erdkunde 30 wird genommen. Der aktuelle Punktestand lautet für Team A weiterhin 40. Mannschaft B geht in Führung mit 110 Punkten. Was habt ihr euch entschieden? Erdkunde 30. Erdkunde 30 wird eingeloggt. Die Frage lautet folgendermaßen: Welches Land grenzt nicht an Indien? Ist es A, Thailand, B, China, C, Nepal oder D, Bangladesch? A, B, C oder D? A, wir entscheiden uns für A. Mannschaft A nimmt auch A. Thailand ist richtig und demnach 30 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Mannschaft B ist wieder am Zug. Jetzt wird es ein bisschen interessanter wieder. Weiterhin noch viele Felder offen, noch viele 50er-Fragen offen, was mich wundert. Wir nehmen Religion 30. Mannschaft B entscheidet sich für Religion 30. Die Frage lautet folgendermaßen: Was bedeutet der arabische Begriff Dschihad wörtlich?
A. Heiliger Krieg, B. religiöse Anstrengung, C. Frieden oder D. Unglauben? A. Heiliger Krieg. Heiliger Krieg wird genommen. Leider war Antwort B richtig. Das heißt demnach keine Punkte für Mannschaft B. Mannschaft A ist wieder im Zug. Nochmal für die Zuschauer aber. Antwort B war richtig. Demnach die religiöse Anstrengung im Sinne Gottes. Nähe zu erlangen und sein Ego zu überwinden. Das ist die wörtliche Übersetzung von Dschihad. Kommen wir nun zu Mannschaft A. Überlegen Sie sich schon, für was Sie sich entscheiden. Damit Sie mal einen Vorsprung nehmen, sollten wir mal vielleicht eine 40er oder 50er Punktefrage nehmen. Als Tipp. Wir nehmen sonstiges 40. Sonstiges, also Natur 40. Natur 40 wird eingeklinkt. Die Frage lautet folgendermaßen. Wie bezeichnet man die feinen Blutgefäße, die in einem Gasaustausch mit den Körperzellen stehen? Eine Frage aus der Biologie. Sind es A, die Kapillaren, B, die Arterien, C, die Venen oder D, die Alveolen? A, B, C oder D? Eine Frage aus der Biologie. Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat. Könnten Sie die Möglichkeiten sagen? A, Kapillaren, B, Arterien, C, Venen oder D, Alveolen? Vier Antwortmöglichkeiten. Wir glauben mal, das ist A, Kapillaren. A, Kapillaren ist richtig. Eine Zusatzinformation für unsere Zuschauer. Das Blut in den Kapillaren nimmt Kohlenstoffdioxid aus den Zellen auf und versorgt sie wiederum mit Sauerstoff. Demnach 40 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Mannschaft B ist wieder am Zug. Soll ich 40 oder 50? Überlegen sich gerade. Nimm ihr Kleid. Welche? Erdkunde 40, oder? Wir nehmen Erdkunde 40. Erdkunde 40 wird ausgewählt. Die Frage lautet folgendermaßen. Welcher Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer? Ist das A, der Panama-Kanal, B, der Suez-Kanal, C, der Kanal für Korinth oder D, der Welland-Kanal? Welcher Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer? Können Sie nochmal vielleicht die Antwortmöglichkeiten geben? A, Panama-Kanal, B, Suez-Kanal, D, Kanal von Korinth oder D, Welland-Kanal? A, B, C oder D? A. Antwort A wird genommen. Leider falsch. Antwort B war richtig. Der Suezkanal in Ägypten verbindet die beiden Meere und wäre dies, demnach auch die richtige Antwort. Leider keine Punkte für Mannschaft B. Mannschaft B muss wieder jetzt zulegen. Mannschaft A ist wieder am Zug. Der aktuelle Kontostand lautet unentschieden. 110 zu 110. Das heißt, jetzt wird das Spiel interessant. Weiterhin noch viele 50er-Fragen, alle 50er-Fragen noch offen. Mannschaft A berät sich kurz, sind sich aber, glaube ich, einig und entscheiden sich für... Wir nehmen Natur 20. Natur 20 wird genommen, eingeloggt und die Frage lautet folgendermaßen. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? A. Sind es 12, B. 8, C. 13 oder D. 17, 7. A. 12, B. 8, C. 13 oder D. 7. Könnten Sie die Möglichkeiten sagen? Ich wiederhole nochmal die Frage und die Möglichkeiten. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? A. 12, B. 8, C. 13 oder D. 7? Sicher. A, B, C oder D? Wir nehmen B. 8. B wird 8 wird eingeloggt. Und 8 ist auch richtig für die Zuschauer. Die Planeten lauten Mars, Venus, Erde, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und eine wichtige Zusatzinformation, Pluto wurde der Planetenstatus im Jahr 2006 aberkannt. Mannschaft B ist wieder am Zug. 20 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Demnach geht Mannschaft A in Führung mit 130 zu 110. Mannschaft B schaut sich die Tabelle an und überlegt sich. Geschichte 20. Geschichte 20 wird genommen. Gesch-
Geschichte 20 wird genommen. Kleines technisches Problem. Aber die Frage lautet folgendermaßen: In welchem Jahrhundert wurde die Religion des Islams offenbart? War es A im 7. Jahrhundert, B im 6. Jahrhundert, C im 8. Jahrhundert oder D im 5. Jahrhundert? Eine Frage aus der Geschichte. 7. oder 6. 7. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, 8. oder 5. Jahrhundert? 7. Jahrhundert. Antwort A wird genommen. Richtig. Demnach 20 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft B. Und Mannschaft A ist wieder im Zug. Der aktuelle Punktestand 130 zu 130. Das heißt, das Spiel oder das Quiz wird weiterhin sehr, sehr interessant. Mannschaft A ist am Zug. Wir nehmen Natur 50. Und nehmen zum als erste Gruppe eine 50er-Frage, dann bin ich mal gespannt. Die Frage lautet folgendermaßen: Ab der wievielten Schwangerschaftswoche wird das ungeborene Kind als Fötus bezeichnet? Auch wieder eine Frage aus der Biologie. Ist es die 11. Woche, die 20. Woche oder die 30. Woche? 11. Woche, 20. Woche oder 30. Woche? Wir nehmen die 11. Woche. 11. Woche wird genommen. Und A ist richtig. Und demnach gehen 50 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Mannschaft A baut die Führung auf. Demnach ist jetzt Mannschaft B wieder am Zug. Religion 50. Religion 50 war klar. Jetzt will die Mannschaft A B auch zulegen. Die Frau lautet folgendermaßen: Wie hieß die Frau des Pharaos im Heiligen Koran, die Moses als Säugling aufnimmt und die wegen ihrer Standhaftigkeit und Frömmigkeit als Beispiel für alle Muslime gilt? A. Asia, B. Mariam oder C. Fatima? A, B oder C? Können wir mal die Frage wiederholen? Wie hieß die Frau des Pharaos im Heiligen Koran, die Moses als Säugling aufnimmt und die wegen ihrer Standhaftigkeit und Frömmigkeit als Beispiel für alle Muslime gilt? Die Antwortmöglichkeiten? A, Asia, B, Mariam oder C, Fatma? A oder C? A, B oder C? Ich glaube A. Mannschaft B berät sich kurz, sind sich aber vielleicht nicht so sicher. Wir nehmen A. A wird eingeloggt und A ist richtig, demnach auch 50 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft B. Wir haben weiterhin ein ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weiterhin unentschieden und Mannschaft A ist wieder am Zug. 180 zu 180, der aktuelle Punktestand. Mannschaft A berät sich kurz, aber sie sind sich sicher. Wir nehmen Natur 10. Natur 10 wird genommen. Die Frage lautet folgendermaßen: Welches der folgenden Lebewesen zählt zur Klasse der Fische? Sind es A, die Wale, B, die Haie oder C, die Delfine? Welches der folgenden Lebewesen zählt zur Klasse der Fische? A, B oder C? Haie. Wale, Haie oder Delfine? Haie oder Delfine? Wir nehmen Haie. Haie wird eingeloggt und Haie ist richtig. Als Zusatzinformation für unsere Zuschauer: Haie sind Knorpelfische und atmen durch Kiemen. Und demnach gehen 10 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Mannschaft A geht wieder in Führung, aber Mannschaft B ist jetzt am Zug und darf sich für eine Kategorie entscheiden. Wir nehmen Erdkunde 50. Erdkunde 50 wird eingeloggt. Wieder eine 50er-Frage, da bin ich mal gespannt. Die Frage lautet folgendermaßen: Zu welchem Staat gehört die Hauptstadt Yamoussoukro? A. Indonesien, C. Malaysia, C. Elfenbeinküste oder D. Mauretanien? Zu Elfenbeinküste. C wird eingeloggt. C ist richtig, demnach 50 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft B. Mannschaft B geht in Führung und Mannschaft A ist wieder im Zug. Der aktuelle Punktestand lautet 190 zu 230 für Mannschaft B. Mannschaft B ist in Führung mit 40 Punkten, aber die kann man ganz schnell aufholen. Mannschaft A ist am Zug, darf sich wieder entscheiden für eine Frage. Auf geht's, Mannschaft A. Wir nehmen Geschichte 50. Geschichte 50 wird eingeloggt. Die Frage lautet folgendermaßen:
Was kennzeichnet die jungsteinzeitliche Revolution? Ist es A, das Feuer wurde als Hilfsmittel entdeckt? B, Jäger und Sammler entwickelten sich zu sesshaften Landwirten? Oder C, erstmals wurden Steine zu Werkzeug verarbeitet? Was kennzeichnet die jungsteinzeitliche Revolution? Könnten Sie die Antwort wiederholen? Ich kann die Antwortmöglichkeit natürlich nochmal wiederholen. A, das Feuer wurde als Hilfsmittel entdeckt. B, Jäger und Sammler entwickelten sich zu sesshaften Landwirten. Oder C, erstmals wurde Stein zu Werkzeug verarbeitet. A, B oder C? Ich glaube C oder B. Mannschaft A, ich ist nicht sicher. A, B oder C? Die Antwort jetzt. Wir nehmen B. B wird genommen, B ist auch richtig und demnach 50 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Als Zusatzinformation für unsere Zuschauer, Jäger und Sammler entwickelten sich zu sesshaften Landwirten. Dadurch entwickelten sich erstmals Dörfer und komplexere Sozialstrukturen unter den Menschen aus. Mannschaft A geht in Führung mit 10 Punkten, Mannschaft B ist am Zug. Politik 50 wird genommen. Die Frage lautet folgendermaßen: In welchem Jahr verkündeten die Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte? War das A im Jahr 1945, B im Jahr 1952, C im Jahr 1948 oder D im Jahr 1968? In welchem Jahr verkündeten die Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte? A, B, C oder D? 1945, B 1952, C 1948 oder D 1968? 1952. B wird genommen und leider ist die Antwort falsch. Es war Antwort C 1948. Demnach ist wieder Mannschaft A am Zug. Der aktuelle Punktestand lautet 240 zu 230 für Mannschaft A. Es sind gar nicht mehr so viele Fragen übrig, aber ist noch alles offen, ein Kopf an Kopf rennen. Mannschaft A entscheidet sich wieder für eine Kategorie. Politik 40. Politik 40 wird eingeloggt. Die Frage lautet folgendermaßen: Welche dieser Begriffe ist keine Staatsgewalt? Ist es A, die Legislative, B, die Exekutive, C, die Direktive oder D, die Judikative? Welche dieser Begriffe ist keine Staatsgewalt? A, B, C oder D? Eine vielleicht etwas schwierigere Frage. Und wir entscheiden uns für A. Antwort A wird genommen. Leider falsch. Die richtige Antwort war Antwort C. Die Legislative ist die Gesetzgebende, die Exekutive die Ausführende und die Judikative die Richtende Staatsgewalt. Das heißt demnach leider falsch. Keine Punkte für Mannschaft A. Wieder ist Mannschaft B am Zug. Nur noch 6 Fragen, mögliche Fragen. Wir nehmen Religion 20. Religion 20 wird genommen. Frage laut folgendermaßen: Welcher Prophet gilt als gemeinsamer Stammvater des Judentums, Christentums und Islam? Es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Das heißt? Hazrat Ibrahim. Genau. Das heißt, demnach 20 Punkte, die Antwort war richtig, und 20 Punkte gehen an das Punktekonto von Mannschaft B. Mannschaft A ist wieder im Zug. Schauen uns die Tabelle an. Noch 5 Fragen sind offen. Der aktuelle Punktestand lautet 240 zu 250 für Mannschaft B. Mannschaft B geht in Führung mit 10 Punkten. Wir nehmen Erdkunde 20. Erdkunde 20 wird genommen. Die Frage lautet folgendermaßen: In welchem Ozean liegt die Insel Madagaskar? Ist es A, der Pazifische Ozean, B, der Atlantische Ozean, C, der Arktische Ozean oder D, der Indische Ozean? A, Pazifischer Ozean, B, Atlantischer Ozean, C, Arktischer Ozean oder D, Indischer Ozean? A, B, C oder D? Mannschaft A ist sich nicht sicher. Sind am Grübeln, überlegen. Wir nehmen D. D wird eingeloggt. Indischer Ozean, schauen wir uns die Antwort an. D ist richtig, demnach 20 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft A. Jetzt wird das Spiel sehr, sehr interessant. Wieder geht Mannschaft A in Führung mit 10 Punkten.
Mannschaft B ist jetzt am Zug. Wir nehmen Politik 20. Politik 20 wird eingeloggt. Die Frage lautet folgendermaßen. Welche täglich erscheinende Zeitung hat in Deutschland die höchste Auflage? Ist es A, die Süddeutsche Zeitung, D, die Frankfurter Rundschau, C, die Bild oder D, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder auch FAZ genannt? Die Bild-Zeitung. Bild-Zeitung war C? Ja. Also C wird eingeloggt. C ist auch richtig. Demnach 20 Punkte an das Punktekonto von Mannschaft B. Wieder ein 10-Punkte-Vorsprung. Mannschaft A ist am Zug. Aktueller Punktestand 260 zu 270 für Mannschaft B. Drei Fragen noch offen. Wir nehmen Erdkunde 10. Erdkunde 10 wird ausgewählt. Die Frage lautet folgendermaßen. Wie heißt der längste Fluss der Welt? Ist der A, der Amazonas, B, Nil, C, Wolga oder D, Mississippi? A, B, C oder D? Amazonas, Nil, Wolga oder Mississippi? Wir nehmen B, Nil. B, Nil wird ausgewählt. B ist richtig. Eine Zusatzinformation von unserer Zuschauer. Der Nil ist mit 6.671 Kilometer Länge der längste Fluss der Welt und fließt durch Afrika. Mannschaft, ich glaube, aktuell haben wir jetzt einen Unentschieden wieder. 270 zu 270. Zwei Fragen sind noch offen. Jetzt gucken wir, ob es jetzt weiterhin unentschieden wird oder eine Mannschaft gewinnt. Mannschaft B ist am Zug. Wir nehmen Religion 10. Religion 10 wird ausgewählt. Welche Stadt gilt als Heiligtum aller drei monotheistischen Religionen? Ist es A, Jerusalem, B, Rom, C, Mekka oder D, Medina? A, B, C oder D? A. A, Jerusalem wird ausgewählt. A ist richtig. Jerusalem liegt im heutigen Israel und hat eine heilige Bedeutung für alle drei Religionen. Demnach geht Mannschaft B in Führung mit 10 Punkten, Mannschaft A ist im Zug. Jetzt kann sie nur noch einen Ausgleich schaffen. Geschichte 10. Ist es klar? Geschichte 10. Welche grobe Jahresspanne ist als die Epoche des europäischen Mittelalters bekannt? Ist es A? Ups, leider einen kleinen Fehler gemacht. Das war Geschichte 10. Mhm. Geschichte 10. Welche grobe Jahresspanne ist als die Epoche des europäischen Mittelalters bekannt? A 200 bis 700, B 500 nach Christus bis 1500, C 0 nach Christus bis 700 oder D 1300 bis 1700. A, B, C oder D? Mannschaft A ist am Überlegen, sind sich nicht sicher, wird ein Ratespiel, glaube ich. Aber entscheiden sich für Antwort? A. Antwort A wird eingeloggt. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und wir haben einen heutigen Gewinner. Antwort A ist leider falsch. B war richtig. Eine weitere Zusatzinformation für unsere Zuschauer. Die Zeit nach dem Zerfall des antiken Römischen Reiches vor 500 nach Christus war bis zum Beginn der Neuzeit durch die Renaissance um 1500 bezeichnet, man als das europäische Mittelalter. Als Zusatzinformation für unsere Zuschauer. Wir haben einen heutigen Gewinner. Das ist Mannschaft B, Sakela. Ich bedanke mich bei unseren heutigen Gästen und Mitspielern aus der Sohn Dietzenbach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu und bis zum nächsten Mal beim MTA-Quiz.